Ja, jetzt müssten wir eigentlich aufhören. Merkst du, die Energie ist irgendwie weg? Merkst du? Weißt du, du hast jetzt irgendwie mit deinem Zugewinn hast du irgendwie die Energie gekillt. Jetzt fällt mir auch gar keine Frage mehr ein. Nein. Mir fällt hier auch, genau, ich habe jetzt zwei Sachen noch. Also erstens wollte ich dich gleich noch fragen, wie du anderen Frauen dann, oder arbeitest du mit Frauen oder mit Männern? Ich arbeite schwerpunktmäßig, also ich arbeite auch mit Männern, aber zu mir kommen mehr Frauen, weil dieses Thema, ich habe Angst und brauche Mut, da sind Frauen eher empfänglicher für, weil ja bei Männern das oft ein Tabuthema ist. Ja, Also die so. haben es auch. Wenn Die ich haben es auch. Präsentationstrainings gebe, Ja, gerade die, natürlich. die so am lautesten sind und so, da weiß ich, okay, der kleine Junge hat Angst, also Ja. der kleine Junge im großen Mann, Ja. der hat gerade Ja. Respekt und dann. Das ist ein riesen Tabuthema, gerade auch in den Führungsetagen. Also wenn ich mal, am Anfang habe ich das auch wirklich Mutmuskeltraining genannt, mein Training, dann wurde das gekauft von der Personalabteilung, weil die gedacht haben, oh, das wäre mal toll für die Führungskräfte, wenn die auch mal so ein bisschen, und dann wird es umgenannt. Handlungsfähig bleiben im Führungsalltag heißt das dann. Hat natürlich dann eine ganz andere Energie, ja, aber das ist ein Tabuthema. Deswegen glaube ich, also ich glaube auch, dass in der Selbstständigkeit mehr Frauen davon, also ich arbeite viel mit Selbstständigen, angesprochen sind, ne, weil die irgendwie diese Hürde mehr sehen oder mehr auch Angst haben zu scheitern. Männer professionalisieren sich oft schneller, auch weil sie müssen. Und dann habe ich natürlich auch noch meine Lieblings-, also habe ich ja so eine pink-orangefarbene Webseite und habe das so als Brand aufgebaut und dann trauen sich auch nur die ganz mutigen Männer zu mir. Ich sage es jetzt mal so. Also es kommen immer wieder, ich arbeite viel mit Führungskräften auch zusammen. Ich mag Männer auch total gerne. Und gleichzeitig merke ich, dass die Frauen da einfach aktuell eine große Unterstützung brauchen, in ihre Kraft zu kommen, ihr Ding zu machen in der Welt. Und deswegen genieße ich das gerade, auch mit vielen Frauen arbeiten zu können, auch in den Firmen zusehend gebucht zu werden für, wir machen hier mal was für die Frauen, weil ich einfach glaube, dass da ganz viel Potenzial und Kompetenzen immer noch liegen gelassen werden, weil die Mädels ihre Kompetenz nicht zeigen, immer noch warten, bis irgendjemand merkt, dass sie einen geilen Job machen. Und das ist schon, dass ich merke, da kommt so ein bisschen Herzblut mittlerweile, dass ich so denke, ah geil, ja, das ist auch irgendwie cool, dass sich das so entwickelt hat. Und ich mag die gerne stärken, die Frauen, weil ich glaube, dass da immer noch so viel übersehen wird. Und ja, deswegen eher mit Frauen, aber auch gerne, auch Männer dürfen zu mir kommen. Wenn sie sich von Pink und Orange nicht abschrecken lassen, dann Ich welcome. weiß noch, als ich damals Steuerfachangestellte gelernt habe, Ja. Gehilfin in Steuer- und Wirtschaftsberatenden Berufen. Und in der Ausbildung war ich eben, wenn mir gesagt wurde, Isabel, wir hatten ja auch natürlich auch diese kleinen Dienste wie Blumengießen oder eben Ja. Kekse einkaufen und sowas alles. Und wenn mir gesagt wurde, die Kekse aus dem Laden, habe ich auch nur die Kekse aus dem Laden. Wenn mir gesagt wurde, die Blumen sollen gegossen werden, aber dreh bitte auch die Blumen immer ab und an, damit sie nicht nur zur Sonne hinwachsen, habe ich sie eben Ja. auch ab und an gedreht. Ich habe natürlich auch, bei Steuern ist es so, es gibt immer neue Gerichtsurteile, insofern machst du Ablage. Ablage bedeutet, du bekommst die ganzen von diesen Wälzern, wo die ganzen Paragraphen, weil es immer wieder Änderungen gibt. Nimmst du ein paar Seiten raus, es ist immer so ein Ordner praktisch und sortierst dann praktisch diese neuen Lose Blattsammlung. lose Blattsammlungen dann eben wieder rein, diesen ganzen Gerichtsurteilen dann. Ja. Da habt ihr wahrscheinlich bei der Krankenkasse ähnlich gehabt oder weiß ich nicht. Ich kenne Ist das aus das der auch so? Ausbildung, dass wir Okay. immer, da mussten immer die Azubis die lose Blattsammlung. Dann so, wir haben das seit 10 Jahren nicht mehr gemacht. Daher kenne ich Ach das. so, ja. Also Ja. ich habe es natürlich immer fleißig gemacht und ich hatte dann eben einen Mitauszubildenden, der hat, also der kam erstmal ein bisschen zu spät. Oh, das ist mir schön so, ja, so begrüße, erstmal ein bisschen rumgeflirtet mit der Empfangsdame, dann sich erstmal schön irgendwie mit der Morgenpost, also Hamburger Morgenpost, so eine Zeitung hier in Hamburg, ne, schön mit Franzbrötchen und sowas hingesetzt und hat dann in die Zeiterfassung reingeschrieben, Fachliteratur gelesen. Und dann hat er einfach ein bisschen weniger, aber er ging eben regelmäßig ins Chef und hat gesagt, na, ich habe hier irgendwie, weißt du, vorher erkundigt er sich bei den anderen Kollegen, hat gesagt, wie könnte man das und das machen? Dann haben die gesagt, ja, so und so könnte man es machen. Dann ging er zum Chef rein und sagte, na, ich habe schon überlegt, so und so könnte man es machen, aber wie, ne, was ist denn Ihre Meinung? Das wirkte natürlich hammermäßig. Und er wurde viel mehr gesehen. Und ich habe immer als kleines, schüchternes Mädchen und Auszubildende immer gedacht, die müssen das doch spüren. Die Nein. müssen das doch sehen. Das muss doch gesehen werden, dass nur ich immer an der Ablage sitze, dass der keinen hat, dass ich die Blumen gieße, dass ich die Kekse kaufe, dass ich und bei mir auch wirklich ich Fachliteratur gelesen habe. Wenn bei mir Fachliteratur, nein, sehen Sie eben nicht. Es sehen Sie eben einfach nicht. Und das war auch eine, was heißt bittere, es war eine Erkenntnis, Ja. wo ich so dachte,
es ist jetzt nicht so mein Naturell, nach draußen hin zu sagen, boah, ich bin so großartig, aber so ab und an ist das gar nicht schlecht. Naja, und ich glaube, dass dann viele mal sagen, ja, ich will mich nicht so anbiedern oder so. Es geht ja gar nicht um Anbiedern, es geht ja auch gar nicht um dieses, was man dann immer so als Schaumschläger oder so, dieses größer machen. Es geht einfach nur sagen, hey, ich habe das Projekt echt gut gemacht. Ja, oder wir haben den und den Projekterfolg und ich habe einen Anteil daran geleistet. Also man kann das ja auf eine ganz, sage ich mal, fast schon diskrete Art und Weise machen, aber das einfach zu benennen oder eben, also ich war ja 10 Jahre lang in Führung. Ich fand das so spannend, das von als Führungskraft dann zu sehen, wie das wirkt, wenn du Mitarbeitergespräch hast. Und wenn die Frauen immer kommen und sich einen Ticken schlechter bewerten, als du sie bewertet hast, jetzt könnte man sagen, vielleicht habe ich die besser bewertet, weil ich Frau bin. Ja, könnte man sich die ganze Dynamik angucken. Und die Jungs kamen immer rein und fanden sich wirklich immer super. Und ich finde es ja toll, wenn sich jemand super findet. Ja. Aber man hat diesen Unterschied gemerkt. Ich wusste genau, wer fragt nach mehr Gehalt. Ja, und wer sagt, oh, echt so viel? Ja, oh, kann ich fast schon gar nicht nehmen. Reicht doch so, ja. Und das war ein Unterschied. Man hat diesen Geschlechterunterschied einfach immer wahrgenommen. Und auch in der Führungsetage, ich war Abteilungsleiterin, über mir gab es Bereichsleitung und dann Vorstand. Auch da zu sehen, wie spielen Männer das große Spiel und wie spielen das Frauen. Und es ist ein Riesenunterschied gewesen. Und das finde ich einfach nach wie vor spannend. Und da gibt es ja Erklärungen für. Und man muss es ja auch nicht alles gleich machen. Aber es wird eben viel immer noch nicht gesehen in den Unternehmen. Hm. Weil die Frauen immer noch warten, dass irgendjemand sagt, das hast du gut gemacht. Hm. Und wenn du jemanden hast, der das auch nicht weiß, auch Chefs, die gut sind oder Chefinnen, die gut sind, aber die keine Ahnung von der Thematik haben, die sich damit nicht beschäftigt haben, weil es bei ihnen anders war. Und das ist bei Frauen, die Karriere machen oft so, die sind anders sozialisiert, haben es anders gelernt, die sehen das dann auch nicht mehr. Und deswegen wird Potenzial verschenkt. Und das ist echt immer spannend, aber ich kenne das auch aus meinen Ausbildungen und auch aus meinen späteren Berufen, dass ich immer dachte, wie machen die Jungs das, bis ich das irgendwann verstanden habe. Und jetzt bin ich in der Branche, Speaker-Branche, die ist ja auch sehr männerdominiert, könnte man mal so sagen. Da habe ich gedacht, das wäre da anders. Hat mein Mann mich mal schön ausgelacht. Ja. Ja, in welcher zurecht. Branche ist dein Mann? Der ist unabhängiger Finanzmakler und sein Leben lang immer schon selbstständig. Okay, und woher wusste er, dass die Speaker-Branche, dass er sich da auslachen konnte? War dem natürlich total klar. Der hat auch gesagt, was hast du denn gedacht, dass das eine andere Nummer? Also weil es ja einfach zu unserer Wirtschaft dazugehört und die ist nun mal so geprägt, wie sie ist. Und da ist ja die Speaker-Branche nicht irgendwie anders. Da hatte ich dann auch wieder so ein romantisches, weißt du, so eine romantische Vorstellung von. Und dann habe ich gedacht, ach so, deswegen sind so wenig Frauen auf der Bühne. Ach so, jetzt, okay, gut, ich habe es verstanden. Manchmal braucht man ja auch dann selber wieder länger, wenn man dann irgendwo neu ist. Wobei ich auch da dieses Chancen nutzen manchmal bei den Frauen nicht gesehen wird. Also sowohl Chancen werden manchmal nicht genutzt und eben, dass es gejammert wird. Total. Also ich kann es nicht mehr hören, dass irgendwelche, es war am Anfang, als ich noch bei der GSA drin war, also GSA praktisch der German Speaker Association, ein Verband für Keynote-Speaker. Und da habe ich dann eben ein paar Frauen erlebt, die sagen, immer werden bloß Männer gebucht, irgendwie werden nur als Quotenfrau geholt, wir werden schlechter bezahlt, wir armen Haschers. Und ich habe einfach nur gedacht, wie großartig, es ist eine Männerdomäne. Und natürlich gibt es hier und da Quotenfrauen, denn die sagen sich, Mensch, wir können nicht immer nur Männer nehmen, wir wollen auch mal eine Frau. Großartig, das war eine im Prinzip glaube ich, war das eins der wichtigsten, natürlich war ich auch gut, aber eben auch einer der wichtigsten Schlüssel, warum ich so häufig am Anfang schon irgendwo reingekommen bin und innerhalb von einem Jahr eben von 0 auf 100 da durchstarten konnte, weil es eben nicht so viele Frauen gab, weil ich eben als Quotenfrau manchmal geholt wurde, dann war ich eben manchmal das gut aussehende Anhängsel, ist mir ja egal. Ja klar, Hauptsache. Denn dann mache ich meinen Job und ich bin auf der Bühne und dann sehen die eben, oh, kann auch noch reden. Ja. Ja, und das fand ich super. Insofern, ich habe ja viel weniger Konkurrenz, weil einfach so wenig Frauen da sind. Ja, ist aber das so? Ich bin da voll bei dir. Ich glaube auch nicht, also in all dem, was ich sehe, finde ich auch nicht, dass die Männer, jetzt kommen wir wieder auf Schuld, ja, nicht daran schuld sind, sondern ich glaube, dass das ist beidseitig. Also die Männer müssen sich schnell professionalisieren, weil die oft ja noch die sind, die die Kohle reinbringen. Das heißt, die können gar nicht so lange rumeiern, auf gut Deutsch gesagt. Die müssen einfach schnell, auch in ihrer Selbstständigkeit, schnell produktiv werden und schnell die Kohle ranholen. Und die Frauen, ich mache ja Verhandlungstrainings für Frauen, vor allen Dingen für Frauen. Die können alle nicht verhandeln. Ich habe ja 21 Jahre nur über Geld gesprochen. Die können alle nicht verhandeln, die können nicht so wahnsinnig gut verkaufen, die stehen sich da im Weg. Das ist total beidseitig. Frauen tragen voll ihren Teil dazu bei.
Definitiv, ich bin da auch nicht so gut drin, das gebe ich zu. Ich habe deswegen eine Assistentin und die Assistentin, die kann es großartig. Super. Deswegen, ich bin so Good Guy, sie ist Bad Guy, ja, und sie mag perfekt die Rolle auch, ist alles perfekt. Denn also tatsächlich, wenn man bei mir anruft, landet man bei meiner Assistentin und sie macht eben alle Vorverhandlungen und so weiter, macht die ganzen Preisverhandlungen. Und super, auch wenn die mit mir dann telefonieren, geht es nur um den Inhalt. Und wenn die sagen, wie sieht es mit dem Preis aus, sage ich, oh, und das geht jetzt wieder zurück. Denn ich würde mich eben ganz häufig breitschlagen lassen, weil ich mir dann doof vorkomme. Für andere kann ich gut verhandeln, für mich selbst finde ich es schwierig. Also da scheitere ich an den ähnlichen Sachen. Ich finde es aber auch, du hast ja vorhin gesagt, man hat ja auch so diesen kleinen Zugewinn, wenn man eben krank ist. Mhm. Und ich finde auch, es ist jetzt keine Krankheit, ja, aber man hat auch einen Zugewinn, wenn man als Frau in einer Speakerbranche ist. Denn wenn ich werde von den Männern, was komischerweise finde ich das so, werde ich nicht als Konkurrenz gesehen. Ich gehe also hin und kann zu allen möglichen, ja, die da irgendwie erfolgreich sind, kann ich da hingehen, kann sagen so, kleiner Augenaufschlag, boah, du bist da drin, wie hast du denn das geschafft? Und dann, na, hier, Schnucki, also jetzt übertrieben gesagt. Ja. Aber ich bekomme Informationen, die jemand, der auf Augenhöhe ist, also ein Konkurrent, ein direkter Konkurrent, vielleicht so nicht bekommen würde. Verstehe. Weil ich nämlich ganz häufig wurde mir auch gesagt, bei meinen Hörbüchern zum Beispiel, Mensch, du gibst zu viel Wissen preis, man muss doch mit seinem Wissen haushalten, man soll doch, ja genau, man packt 3 Pralinen rein, drumherum bloß Geschwafel und so wird es ja häufig auch eher auf der Bühne gemacht. Das ist eben so, was eben teilweise nicht alle machen, um Gottes Willen, auch nicht alle Männer, um Gottes Willen. Ja, es gibt ganz viele tolle Kollegen, die wir haben. Aber das ist eben das, was eher noch teilweise gelebt wird. Und ich merke eben, dass die sich nicht so austauschen untereinander, weil sie natürlich denken, okay, so mache ich das, aber das will ich dem ja nicht gönnen, dass der das auch weiß. Und mir als Frau wird teilweise viel mehr gesagt, denn ich werde nicht als direkte Konkurrenz, selbst wenn ich genauso viel für einen Vortrag bekomme, selbst wenn ich genauso erfolgreich bin, ich werde trotzdem, und das kann man jetzt als Nachteil sehen, es ist ja fies, die Garcia wird nicht, das ist mir völlig egal, ich komme an Informationen ran und ich habe ein nettes Gespräch und wenn ich dann mal einen kleinen Augenaufschlag mache und ein bisschen nett mit dem spreche und den ja auch wirklich sympathisch finde, ist doch super. Für beide Seiten ein Gewinn, der kann sein Helfersyndrom ausleben und ich kann, ne, so hier, ich bin der Helfer, hoho, ich helfe der kleinen Isabel und ich bekomme Informationen. Ja. Und insofern, man kann eben überall, wie du es eben auch sagst, immer wieder gucken, was sind eben auch die Vorteile. Total. Ja, und ich bin auch, also mich darf man gerne auch als Quotenfrau buchen, das ist mir auch total wurscht. Also da denke ich dann auch mal, das habe ich auch nie verstanden, wenn das dann so gesagt wurde, weil ich immer denke, ey, das ist doch geil, dass du da bist, wo du hin willst und von da aus kannst du doch zeigen, was du kannst und kannst die Welt verändern, die Führungsetage verändern, was auch immer, wurscht, warum du da gelandet bist. Das ist ja auch so eine komische Idee und Männer haben es ja mit ihren Netzwerken und so, für die ist das ja total normal, dass keiner sagt doch, oh, ich muss das aber hart erarbeitet haben. Nee, der Ralf hat gesagt, ich soll mal den Frank anrufen und hat der Frank gesagt, komm mal vorbei. Und dann läuft's und dann finden die das total normal. Und wir Frauen stehen uns da auch im Weg, weil wir irgendwie denken, das muss doch selber und über Beziehungen, nein, das machen wir nicht. Also da höre ich auch immer die besten Dinge, wo ich immer denke, es geht doch ums Ziel. Genau. Wenn du dann da bist, wo du hin wolltest und da stehst, ey, dann mach doch was Geiles draus, anstatt dir zu überlegen, ob das denn jetzt mit rechten Dingen zugeht oder fair war oder so, dass du da bist, ne? Nee, das sehe ich auch anders. Also insofern denke ich auch eben, dass die Frauen da eben manchmal leider an sich selbst scheitern. Es gibt ja ganz viele weibliche Rednerinnen, die gibt es ja. Ja. Aber die sind eben manchmal nicht so erfolgreich. Ich finde jetzt aber auch manche dann eben auch einfach noch nicht so gut. Aber ich sehe eben auch viele Männer, die auf der Bühne sind und schon sehr erfolgreich sind und nicht gut sind. Also die stellen sich eben einfach hin und sagen, jo, ich bin eben hier mein Preis wert. So, und ich rock hier die Bühne. Ja. Während die Frau noch denkt, ich glaube. Ja, ich mache noch eine Ausbildung, ist ja immer die, ja, genau, die gute Idee. Ich hatte auch dann noch ein bisschen was. Ich hatte einmal einen Menti, und als wir angefangen haben zu arbeiten, hat sie gesagt, oh, ich glaube, ich mache noch eine Ausbildung, habe ich gesagt, und ab sofort hörst du erst einmal für ein paar Monate auf, jedes Buch zu lesen. Und du weißt so viel. Jetzt fang mal an, dir zu vertrauen und arbeite mal mit dem, was du kannst. Du kannst sowieso deinen potenziellen Kunden in einem Vortrag nicht 50.000 Themen ansprechen. Ja. Jetzt hörst du erst mal auf. Ja, aber ich bilde mich so gern fort. Ja, aber jetzt ist erstmal Schluss. Ja. Also wenn man sich einfach so fortbildet gerne, das macht ja auch der Calvin Hollywood sehr gern, der irgendwie sagt, ich lese ständig, ne? Der sich vom Fotografen praktisch zum Persönlichkeitstrainer weiterentwickelt hat. Alles gut und schön. Oder auch der Kräuter, der wahnsinnig viel immer liest. Und es gibt da wahrscheinlich auch Stefan Friedrich. Es gibt ganz viele, die immer sehr, sehr viel lesen und sich fortbilden. Das finde ich super, wenn ich das eben einfach mache, weil ich mich fortbilden möchte und nicht, weil ich denke, es ist aus einem Mangel heraus, weil ich noch nicht gut genug bin.
Ja. Und wenn das eben diese Selbstliebe, erstmal Selbstakzeptanz da ist und ich dann mich noch fortbilde, perfekt, bin super. Ich mit dabei. Ja. Na, und ich glaube halt mit der ganzen Fortbildung, es braucht ja auch mal das Erfahrungswissen. Ne? Also irgendwann musst du es verknüpfen mit dem, was du machst. Ich habe immer sonst das Gefühl, das ist ja wie so ein Trichter. Du kannst da ja immer weiter reinschütten und ich weiß auch gar nicht, ob das dann immer so da ist, das Wissen, weil die Leute nicht in die Handlung kommen. Also ich erlebe oft, dass es ja dann auch so brach liegt. Ja, dann liest man noch ein Buch. Ja, wenn ich dann nicht schaffe, das in mein Training umzuwandeln, in meine Coachings, in meine Speakings, dann ist das ja auch so ein, wie soll ich sagen, so ein leeres Wissen hört sich komisch an. Aber weißt du, es verknüpft sich ja nicht mit, ich habe das jetzt genutzt, dieses Tool, ich habe diese Erkenntnis genutzt und jetzt entsteht daraus wieder was. Also das habe ich ja auch manchmal das Gefühl, dass die Leute immer weiter reinschütten und ich immer so denke, setz das doch mal um, weil dann entsteht ja wieder was Neues, was anderes, was Spannendes, weil du es jetzt machst und so. Und das erlebe ich dann auch oft, wenn man zu viel auf Fortbildung. Ich fand es lustig, Dennis Scharnweber, bei dem ich jetzt gerade war, der sagt, ich lese nur noch Superhelden-Comics. Ich lese keine Fachbücher mehr, da ist alles drin, was ich brauche. Das fand ich auch geil. Das mache ich auch, das finde ich total cool. Superman, Spider-Man, sowas. Ja, genau. Diese Wonder Woman. Ja, sowas. Also, da ist ja auch alles drin. Gut, böse, Kämpfe. Also ne, da kann man wahrscheinlich, ich habe noch keine gelesen, ich muss das jetzt mal nachholen. Aber ich dachte, das ist auch mal geil. Irgendwie nimmst du einfach ein paar Comics mit und nicht dieses, ich lese gerade diese Fachliteratur und das Buch soll man jetzt lesen. Nee, ich lese Comics. Das fand ich geil. Ich mache das ja ganz gerne, wenn ich so, ich denke, es geht dir ähnlich. Ich bin eben sehr bei den Menschen nah dran, wenn ich mit denen arbeite. Mhm. So, also ich mache da kein Schema F, sondern ich tauche praktisch in die rein. Mhm. Ich habe also auch mal so einen Führungskraft sehr verwirrt, als wir beim Mittagessen saßen und er so sagte, wollen Sie gar nichts essen? Sage ich, nein, mein Job ist es gleich, in Sie einzutauchen und Sie zu fühlen. Und er so, das fand er, glaube ich, ein bisschen spooky. Aber einfach, wenn ich dann teilweise weniger esse an solchen Tagen und was, dann spüre ich den anderen natürlich mehr, dann ist mein Körper nicht mit sich beschäftigt. Also ich tauche praktisch in die anderen ein. Ich spüre deren Energie. Ich nehme das alles mit auf. Mhm. Und wenn ich dann von so einem Training auf dem Weg nach Hause bin oder meinetwegen auch Vortrag auf Netzwerkveranstaltung, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich bin da sehr sensibel, nehme das alles auf. Dann lese ich auf dem Weg nach Hause eben keine Fachliteratur, weil ich nämlich schon dicht bin. Und ich klappe nicht meinen Laptop auf. Und wenn ich aber dann zu erster Klasse fahre, dann sitzen neben mir natürlich die ganzen Business-Leute, die, ich bin so beschäftigt. Und ich gehe dann gerne, kurz bevor ich dann losfahre, hole ich mir dann gerne so meine... Die Gala. Sowohl die Gala als auch die Bunte als auch die InTouch. Das ist nämlich sehr genial, wenn sie dieselben Bilder haben, dieselben Fotos haben und sie komplett unterschiedlich interpretieren. In der einen steht, schau mal, kurz vor der Trennung, schau mal, wie sie ihn anschaut. Und bei der nächsten, so verliebt, schaut sie das. Das ist so genial. Und dann kann ich die Kleider vergleichen, wem steht was besser. Dann hole ich mir noch so eine große Smarties-Trommel und mache so ansetzen, einmal Kopf in den Nacken, paar Smarties reinträufeln lassen und dann kaue ich da und knall auch gleich alle drei Zeitschriften auf einmal auf den Tisch und blätter da durch. Und das ist mir völlig egal. Es entleert mein Gehirn so schön. Ja, das ist so herrlich. Meine Prollzeit. Ja, herrlich. Es ist so sinnlos und so doof und diese ganze Schönheitsideale sich anzuschauen. Aber es belastet mein Hirn nicht mehr. Das ist entspannt. Entspannt total. Aber ich könnte natürlich auch Comics durchlesen. Das geht natürlich auch. Ja, ich war also ganz neidisch. Ich saß im Zug dann aus Berlin und neben mir sind zwei kleine Kinder gereist. Das war auch das Thema in diesem Abteil, dass zwei so kleine Kinder jetzt zur Oma fuhren. Die wurden halt von der Mutter da reingesetzt und von der Oma abgeholt. Und alle anderen fanden die, glaube ich, zu jung, dass die alleine gereist sind. Das war auf jeden Fall das Thema. Und die hatten auch Superman oder diese Helden-Comics dabei. Da war ich ganz neidisch, habe ich gedacht, das würde ich jetzt auch gerne lesen. Aber das kann ich gut verstehen, das mache ich auch immer. Ich kaufe auch immer die Gala gegen dieses Ganze. Man ist so busy und dann, vor allen Dingen finde ich immer geil, wenn die alle in ihre Laptops dann und ihre Präsentationen machen und du alles lesen kannst. Ja, oder auch wenn sie telefonieren und man so denkt, ich hätte jetzt diese Information, hätte ich jetzt nicht so laut, wie sie den runtergehandelt haben und wie der Kunde heißt und wie der Mitarbeiter und wie die Führungskraft. Ja. Man müsste eigentlich nur mitschreiben. Ja. Ich denke das immer und denke so, sag mal, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Weil das kann doch wirklich nicht euer Ernst sein, dass ihr so mit Firmengeheimnissen und, also ich habe schon alles gesehen in Bahnen und Flugzeugen, wo ich auch nur so denke, also das scheint irgendwie, hat noch keiner genutzt für sich. Ja, das kann uns nicht passieren. Nee, wir sind ja viel zu wertschätzend. Wir würden das bei jemand anderem nicht machen und wir schreiben sowas auch nicht bei der Gala. Aber ich habe gerade gestern, als ich hier nach Köln gefahren bin, erst war ich in Düsseldorf,
Da habe ich dann die Bunte gelesen und auf der letzten Seite und sowas. Dann kam nämlich so der Businessman neben mir. Der guckt dann so rüber und was war das irgendwie so? Was können Männer noch von Frauen lernen, war da, glaube ich, die Frage. Es gibt ja häufig diese Statements von Promis auf der letzten Seite. Und da waren bescheuerte Antworten dabei. Aber und dann sagte er so, oh, entschuldigen Sie, dass ich gerade so mitlese, aber das fand ich gerade so spannend, wo ich so dachte, ach, ja, nee, klar, hier. Ich wollte ihm schon die Seite rausreißen, weil er, nee. Und dann sind wir aber noch alles gemeinsam, dann haben wir gemeinsam gelesen, diese Sprechblasen, welcher Promi was zu diesem Thema gesagt hat, haben darüber diskutiert. Wir haben gesagt, ja, ist doch herrlich, warum immer über Business-Sachen reden. Ja. Auch natürlich, und natürlich ist es teilweise auch oberflächlich, nicht teilweise, ist es oberflächlich, basta. Auf jeden Fall. Aber warum nicht auch mal was Prolliges, Oberflächliches tun? Und ich finde das eben in dem Moment dann total herrlich, wie die anderen dann so gucken, was macht die denn hier in der ersten Klasse? Wieso liest die gleich drei Zeitschriften? Freizeitbahnfahrer. Ja, genau. Schon direkt auf dich herab. Und was ich noch sagen wollte, du hast hier so ein Vision Board. Ich habe mir sowas ja noch nie gemacht. Ja, ich glaube auch, ich habe das noch nicht richtig gemacht, weil da noch so viel dran gepappt ist. Okay, aber ich meine, das ist so ein Vision Board, du hast also praktisch, es wird ja immer gerne gesagt, ne, Zielearbeit wäre ja so wichtig und dass man sich dann eben so, was man sich in der Zukunft wünscht, dann eben da so dran klebt und man nimmt was Zeitschriften, nimmt mal irgendwas raus und klebt das alles so da drauf, also so ein Visionsboard. Ja. Im Prinzip ist es jetzt ein A3-Blatt und da hast du jetzt alles Mögliche eben draufgeklebt. Genau, aber das wirklich Spannende ist sozusagen, steht hinten drauf, also hinten auf den Sachen, die ich draufgeklebt habe. Ich war bei der Katharina Pommer und der Marina Fries vom Feminist-Kongress. Die machen immer im Januar ein Vision-Board-Seminar, wo man hingeht und seine Ziele. Und da habe ich jetzt auch gelernt, ich habe das sonst vorher noch nie gemacht, dass man letztendlich das hinten drauf schreibt und auch auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, unter den Bildern, die hier so aufgeklebt sind, steht hier eben genau das Ziel, was ich erreichen will. Dass es für die anderen nicht offensichtlich wird. Ich habe das jetzt gar nicht hinterfragt, warum man das so macht. Ich habe das einfach so gemacht, weil das so angesagt wurde vorne und habe gedacht, ja, spannend und auf eine gewisse Art und Weise. Also auch dann schreibst du hinten nochmal so drauf, dass das passieren soll oder eben was Besseres und dass man zwar konkret sein soll, aber ja auch die Idee haben, also dann schauen wir, das ist immer so schön, wenn du ein geiler, großer Baum werden willst, dann fängst du ja auch nicht an zu sagen, du, der Ast muss genau so wachsen. Sondern du sagst, das Ziel ist irgendwie, ich will ein richtig geiler, toller, großer Baum, ich will viele Früchte tragen und so. Also so war das auch mit der Zielformulierung, dass man halt nicht irgendwie sagt, ja, ich will genau den Kunden und der soll genau den Umsatz machen, sondern dass man so ein bisschen dieses weiter dahinter blickt, also dass man schon sagt, das will ich erreichen, aber nicht sozusagen den Weg so vorgibt, dass man auch ein bisschen die Offenheit behält, dass sich ja manche Dinge auch anders erfüllen. Ne? Aber schon irgendwie konkret zu sein. Ich kann es ja gar nicht mehr sagen, ich habe das alles so gemacht, wie die gesagt haben, dann habe ich es draufgeklebt und dann habe ich, glaube ich, alles vergessen, was da drunter ist und habe das Vertrauen, deswegen kommen hier auch immer so andere Sachen dazu, die ich dann draufklebe und habe das Vertrauen, dass das sowieso einfach ein sehr geiles Jahr werden wird. Ne? Weil das bis jetzt einfach immer so war, dass es ein geiles Jahr war. Machst du dir für jedes Jahr ein Vision Board? Das war jetzt ja zum ersten Mal, dass ich das gemacht habe. Ich habe das vorher schon immer auch gemacht und überlegt, welche Ziele ich habe. Ich muss aber sagen, dass ich schon, das war jetzt auch so ein Thema von mir, was die letzte Zeit spannend war zu beobachten, was ich jetzt auch ein bisschen mal beackert habe, dass ich sehr fixiert war auf letztendlich, was ist der Jahresumsatz? Also, dass ich mir ganz viel Gedanken immer und meine Ziele so ausgerichtet habe in Richtung, was ist letztendlich dann, also ich bin vor 4,5 Jahren gestartet, das heißt, ich bin noch nicht so lange im Business und dass es schon immer wichtig für mich war, was ist sozusagen der Jahresumsatz und ich zunehmend merke, dass mich jetzt andere Dinge bekommen. Also wenn du dann einmal das aufgebaut hast, die Selbstständigkeit und weißt, so, ich kann davon leben, es läuft alles wunderbar, dass dann natürlich auch nochmal andere Ziele nach vorne kommen. Also wie jetzt Buch schreiben oder so, dass ich so denke, worauf habe ich denn Bock? Also welche Projekte will ich denn machen, wo will ich denn hin? Und das habe ich hier bei der Arbeit gemerkt, dass ich zunehmend wegkomme von, was heißt das in Geld, sondern was sind die Dinge, die ich erreichen will, die ich mir gönnen will, die ich erleben möchte. Das fand ich spannend bei der Arbeit, so einfach bei mir zu beobachten, dass sich das verändert hat. Und deswegen ist das mein erstes Vision Board. Und wie gesagt, das hat noch so Sachen jetzt bekommen, ich weiß gar nicht, ob man das so machen darf. Also ihr habt noch ein paar Postkarten drüber geklebt. Ich habe hier, das soll auch so geil werden oder so. Also deswegen ist das eher so was, was wächst. Und normalerweise hängt das auch nicht hier, weil ich jetzt ja gerade ein bisschen im Schreiben bin. Wenn Kunden da sind, ist das natürlich nicht hier. Aber ich habe jetzt gerade mein Zimmer ja ein bisschen umgebaut für mich. Und deswegen, ich habe letztendlich keine Ahnung. Also ich kann das dann nächstes Jahr mal abpiddeln und drunter gucken. Und dann könnte ich sozusagen sagen, ob das wirklich in Erfüllung gegangen ist. Ich bin ein Vision Board Anfänger, so eine Anfängerin. Okay,
Ja, ich habe sowas auch noch nie gemacht. Also, finde es immer ganz lustig und es sieht auch nett aus. Also, ja, ne, mit den ganzen Ja. Schmetterlingen und den bunten da drauf und sowas und den Aufklebern und Zeitschriftenausschnitten und teilweise Worte und so. Ja. Lustig? Kann ich Also das ich. auch im Kopf machen? Also kann ich nicht auch einfach für mich irgendwie sagen, ich möchte gerne. Ich bin nicht so ein Zielfreund. Also ich letztendlich ja auch nicht. Ich glaube, dieses Vision Board, das war auch so ein bisschen zu sagen, ja, was will ich erleben? Also für mich jetzt, ne? Das macht sich ja auch jeder anders. Weil ich bin sehr leistungsorientiert und habe immer sehr geackert in meinem Leben. Und das ist ja auch ein Teil von meinem Haarausfall und ne, so dieses zu viel Ackern. Und natürlich hängen da oft so Glaubenssätze hinter, wie sind wir sozialisiert, aus welchem Haushalt kommst du und so. Und ich glaube, das war der spannende Prozess für mich. Also so eine innere Arbeit, also auch ein bisschen, mir auch da wieder Unterstützung geholt von einem Coach, also der mich begleitet und so, zu sagen, wie kann ich denn da in mehr Leichtigkeit kommen, wie kann ich in mehr, nochmal mehr Freude kommen und nicht so sehr in dieses Ackern immer. Das ist ja oft so eine Einstellung, Haltung und so. Und da habe ich viel dran gearbeitet. Deswegen fand ich das aus der Perspektive spannend, zu sehen, was ist es denn dann, wenn ich nicht immer in dieses Umsatzzahlen und so gehe, sondern was ist es denn, was ich wirklich erleben möchte? Und das fand ich spannend. Und das ist für mich auch gar nicht so sehr Ziele, sondern wirklich dieses Erleben. Was möchte ich erfahren? Und das fand ich eigentlich auch eher spannend. Und das ist da hinten auch, also zumindest in meiner Erinnerung, ich weiß ja nicht mehr genau drauf, ich werde das nochmal irgendwann abbilden und mal gucken. Aber erst nächstes Jahr, Erst nächstes wenn Jahr, das alles okay. erfüllt hat. Deswegen, ich bin auch nicht so Fan von diesen Zielen und so. Ich glaube immer, also da halte ich es, fand ich spannend, dass Stefan Friedrich, da hat er ein schönes Seminar mal zu gemacht in der Ausbildung, in der Gedankentankenausbildung, dieses eigentlich zu wissen, ey, was will ich vom Leben? Also wie will ich leben? Was will ich tun? Was will ich in die Welt bringen? Und wenn du in die Richtung unterwegs bist, die dir Spaß macht und Freude macht und die dich erfüllt, ja, warum musst du dir denn dann noch ein Ziel setzen? Läufst doch sowieso dahin. Und ob das jetzt früher, ich für mich war immer ein großes Ziel Gedankentankenbühne. Ja, ich habe halt das gemacht, ich habe meinen Job gemacht, ich habe viel geübt auf kleinen Bühnen, ne? Ich habe mich zur richtigen Zeit beworben, ich habe an meinem Thema gefeilt und so. Ob das dann in dem Jahr oder im nächsten Jahr kommt, ist doch total wurscht. Also so. Und deswegen, ich bin auch nicht Fan von diesen Zielen. Ich glaube, das ist für die Ausrichtung manchmal ganz gut und zum Überprüfen. Aber wenn Leute wirklich das gefunden haben, worauf sie Bock haben und machen das gerne und so, was willst du denn da? Ist doch, also ich finde es dann auch zunehmend uninteressant. Wenn man sowieso schon, wenn es doch geil ist dann und man Spaß hat und es läuft. Ich fühlte mich früher manchmal so schlecht, wenn ich dann so merke, dass Kollegen sagen, ja, jetzt ist Ende des Jahres, jetzt ziehe ich mich wieder ein, zwei Tage zurück. Ich gucke, ob ich meine Ziele im letzten Jahr erreicht habe. Ich überlege mir neue Ziele für das neue Jahr und bedenke und überdenke. Ich denke so, okay, ich habe einfach frei. Ich lese eine Gala. Ja, genau. Ich Ja. lese einfach eine Gala. Ich habe einfach eine schöne Zeit, aber mach du mal dein Ziele-Ding. Und wenn es den Menschen dann wieder ganz viel bringt, auch da wieder alles, was funktioniert, da frage ich nicht. Aber ich habe eben dann dadurch mich immer mal wieder gefragt, so, bin ich das? Will ich das? Brauche ich das? Muss ich das? Und ich merke, dass es ganz vielen Menschen was gibt und dass Zielearbeit sehr schlau ist für viele Menschen. Aber eben wie bei allen Sachen finde ich eben nicht für jeden. Und ich darf eben für mich entscheiden, ist es was für mich, ja oder nein. Total. Also wie gesagt, ich habe das jetzt mal ausprobiert und ich mache auch so ein Jahresresümee, aber das ist eher so mit Kollegen und mittlerweile machen wir das im vierten Jahr, immer so 2 Tage das ist eigentlich eher, ich mache das auch mit einer guten Freundin, die auch eine Kollegin ist. Ich weiß nicht, es ist eigentlich eher zu einem schönen Ritual geworden, sich zu treffen und mal zu sagen, wie war denn das im letzten Jahr, erinnere dich mal. Und ich bin da auch die ersten Jahre so mit sehr klar Ziel und Umsatz und so. Und mittlerweile gehe ich einfach nur raus und denke, oh, wir haben schöne 2 Tage gehabt. Ich habe mit der dann die Nacht, wir teilen uns dann immer ein Zimmer, quatschen die Nacht durch, wie so 16-Jährige und merken dann am nächsten Morgen, oh, wir sind nicht mehr 16, das wird schwer heute. Und so, also das ist so ein Ritual geworden, einfach so aufs Jahr zu gucken und zu sagen, ey, worauf habe ich Bock im nächsten Jahr? Aber nicht im Sinne von Zielen, sondern wie gesagt, wie möchte ich es gestalten? Oder gibt es irgendwas, was ich letztes Jahr verpasst habe? Ich verpasse immer Urlaub zu machen, da bin ich nicht so gut. Also sowas sich vorzunehmen, einfach sagen, ich buche das jetzt schon. Das ist mein To-Do, nach Hause zu gehen, den Flug zu buchen, damit ich im Sommer auf jeden Fall eine Woche mit meinen Nichten verbringe. So. Und das finde ich ein sehr schönes Ritual für mich. Ne? Aber ich komme da auch immer weiter weg von irgendwie Ziele und früher hatte ich auch mal so eine Forecast-Liste und so. Ne? Und habe das dann immer meinem Mann auch Was eine erzählt. Forecast? Forecast, also was hast du im Forecast? Wie viele Aufträge? Weißt du schon, dass im September bist du so und so oft gebucht, dann weißt du, musst du Okay. noch akquirieren und so. Da habe ich eine ganz eigene Wissenschaft draus gemacht. Ne? Und so.
zunehmend gucke ich da nicht rein und pflege die nicht mehr. Das braucht man vielleicht am Anfang auch für eine Sicherheit, wenn du dich selbstständig machst. Und, aber ich, mir wird es auch zunehmend unwichtiger. So. Aber das, wie du sagst, ist Typsache. Es gibt Menschen, denen hilft das und die richten sich danach aus. Und ich glaube, ich bin da sowieso eher um 21:45 da als um 10. Also vielleicht ist es einfach nicht so. Du bist ja mal eine Stunde später dann dran, ja. Mit Hausschuhen. Der rote Teppich ist übrigens, während du jetzt Teppich. Hier saßt, und auch schon wieder abgeholt worden. Deswegen kannst du ihn leider nicht mehr sehen. Oh. Das war halt geplant war für 10 bis 5 nach 10. Ja, ist jetzt leider vorbei. Aber der wäre da gewesen. Ja, das glaubst du aber auch nur in deinem Traum. Wenn ich mutiger werden möchte, was sind so deine, gibt es da so 3 Hot-Tipps oder ist es einfach ein generelles, individuelles Arbeiten an einem Menschen? Es gibt Hot-Tipps und es bleibt trotz der Tipps individuell. Erstmal brauchst du Angst, sonst brauchst du keinen Mut. Also sonst gibt es Mut nicht. So, dann machen wir es einfach. Also das heißt, erstmal braucht man eine Angst und eine Idee von, ich traue mich das nicht oder ich habe Angst, dass es schief geht oder eben Klassiker, Höhenangst oder diese Dinge. Und dann glaube ich, was sehr, sehr hilfreich ist, ist eine Fehlerkultur zu etablieren. Weil Kinder lernen, laufen durch Hinfallen. Und wir als Erwachsene denken immer, das muss auf jeden Fall super werden. Wenn ich jetzt die Präsentation mache, muss das die beste werden. Nee, muss nicht. Du musst nur die Hand heben und sagen, ich mache die. Und die irgendwie hinter dich bringen. Atmen nicht vergessen. Ja. Und am Ende eben, und das ist der Trick, dich feiern dafür, dass du es gemacht hast. Und nicht gucken, war das super. Sondern zu sagen, geil, ich habe das ausprobiert. Ja, wie den ersten Schritt gehen. Und ich feiere mich für das Losgehen. Mhm. So. Das Zweite ist, das hast du auch schon ein paar Mal angesprochen, liebevoller Blick auf dich und deine Entwicklung. Also was wir machen, ist ja hart mit uns ins Gericht gehen und deswegen trauen wir uns auch eben nicht mehr zu scheitern. Deswegen gehen wir auch nicht los, ja. Deswegen vertrauen wir eher der Angst. Das heißt, wirklich liebevoll auf sich zu schauen und zu sagen, wow, cool, du hast es gemacht und es ist noch nicht gut gewesen, du kannst da noch dran arbeiten, aber du hast es gemacht und ich glaube dran, dass du es besser machen, dass du lernen kannst. Also dieses liebevolle, gütige mit sich umgehen. Und was ich am wichtigsten finde, und das sage ich in meinen Vorträgen auch mal, sei dein eigenes mutiges Vorbild. Ich glaube, dass wir immer auf Menschen schauen, die das machen, wovor wir Angst haben, zum Beispiel einen Vortrag halten vor vielen Menschen und sagen, boah, der macht das ganz locker. Ganz super. Und dann gucken wir dahin und wir fühlen uns natürlich klein und unfähig. Wir wissen aber gar nicht, gerade wenn es um Mut geht, ob der jemals davor Angst gehabt hat. Ich weiß nicht, also du bist sicher auf meiner Liste, genauso wie Sabine Askedom und Barbara Schöneberger als Moderatorin. Keine Ahnung, ob ihr jemals Angst davor hattet, auf Bühnen zu gehen. Das weißt du nicht. Ich habe eine Scheißangst. Ah, okay. Ich auch. Jedes Mal. Ah, okay. Nee, das wusste ich. Bis heute. Ja? Ja. Nee, das wusste ich nicht. Ich habe einen extrovertierten Teil, ich habe aber auch einen starken und großen introvertierten Teil in mir und ich bin schüchtern. Ich habe mit 24 erst meinen ersten Freund gehabt, weil ich mich nicht getraut habe, zu einem Mann Hallo zu sagen. Ah, okay. Und ich empfinde mich als sehr, sehr mutig, weil ich das alles gelernt habe, obwohl ich schüchtern bin. Ja. Und es für mich jedes Mal wieder, auch gerade, weil ich mich ja auch nicht wirklich auf einen Vortrag vorbereite. Mhm. Also das klingt jetzt böse, aber ich überlege mir so einen Einstieg-Ausstieg und dann habe ich am Anfang so ein paar Geschichten, wo ich die teste. Wollen die lachen? Wollen sie Infos? Was wollen die haben? Ich gucke so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Und wenn ich merke, die wollen lachen, kriegen sie einen ganz anderen, dann gehe ich in eine ganz andere Richtung. Dann lasse ich mich eben so, ich lasse mich so tragen vom Publikum. Ja. Was ist aber, wenn das Publikum mich nicht trägt? Was ist, wenn ich habe manchmal so eine Pokerface vor mir sitzen, die mir zwar hinterher sagen, boah, war das toll. Ja, und während des Vortrags sagte ich die ganze Zeit so, sag mal, habt ihr null Spaß? Könnt ihr mal einmal eurem Gesicht Bescheid sagen, ob ihr Spaß, ich bekomme es gerade nicht mit. Mhm. Und was ist also, wenn das Publikum mich nicht trägt? Dann denke ich so manchmal, oh, ich sollte doch einen Vortrag auswendig lernen. Machen ja viele unserer Kollegen. Ja. Ich mache es eben nicht, weil ich eben denke, wenn ich jetzt über Stimme spreche und dann merke, nee, ich merke irgendwie an der Energie, Stimme ist jetzt nicht mehr das Thema, dann wechsle ich eben zum Thema Körpersprache oder zum Thema Mentaltraining. Mhm. Wie kann ich da rangehen? Ich wechsle dann eben und insofern ist jeder Vortrag anders. Deswegen habe ich auch gar keine Baustelle von mir, wenn von mir Vorträge, komplette Vorträge bei mir im Netz sind. Aber das erfordert natürlich noch mehr Mut. Ja.
Ich weiß nämlich vorher nicht, ob das Publikum mich trägt. Ich weiß nicht, ob mein Kopf so schnell die ganzen Geschichten und gute Geschichten abrufen kann. Mm. Ich habe nicht so eine hohe Gagdichte, weil ich es eben nicht auswendig gelernt habe. Diese hohe Gagdichte kommt ja, wenn du wie ein Comedian praktisch es auswendig lernst. Mm. Das ist bei mir eben nicht der Fall. Also auch dieses ja, ich lasse mich da immer wieder drauf ein. Und deswegen, ich habe vorhin ja auch gesagt, so, wir haben gesagt, über pünktlich kommen, habe ich gesagt, naja, bei meinen eigenen Seminaren, wenn ich die Trainerin bin, bin ich 5 Minuten vorher da. Dann hast du ja gesagt, nee, eine Stunde. Dann habe ich gesagt, nee, ich nicht, weil ich nicht so lange mit den Leuten da sein will. Warum? Ich fühle mich unwohl. Ich fühle mich total unwohl. Ich kenne die noch nicht. Ach so, ja. Okay. Auf einer fremden, privaten Fahrt, da denken alle, oh, wir holen die Isabel, da kommt Stimmung in die Bude. Nein, ich verschmelze mit der Wand. Ach so, okay. Ich bin ja, diejenige, die eben nicht redet. Ja. Ich bin diejenige, die sich dann freut, wenn sie eine Person kennt und dann unterhalte ich mich den ganzen Abend mit dieser einen Person. Ah. Und dann wird mir hinterher vorgeworfen, so, oh, Isabel, du hast die anderen ja kennengelernt. Ja, Gott sei Dank. Okay, das ist wirklich was man jetzt nicht auf den ersten Blick so wahrnimmt. Und das ist eben, das meine ich auch gar nicht böse und ich lerne gerne Menschen kennen, aber ich bin eben schüchtern. Ich traue mich nicht. Ich traue mich ganz häufig nicht. Ja. Ich habe früher, bin ich mal als Jugendliche, bin ich irgendwie, ich glaube, 4 Stunden im Bus gefahren, in den unterschiedlichen Bussen, in Hamburg, im HVV, im öffentlichen Bus. Ich habe gemerkt, ich habe eine Haltestelle verpasst. Ich sollte irgendwie zum Nachhilfeunterricht. Und ich habe mich nicht getraut, den Busfahrer zu fragen, wo ich gerade bin und ob ich mich verfahren habe und wie ich nach Hause komme. Ich habe mich nicht getraut. Insofern saß ich dann mit meinem, ich hatte ja so ein HVV, so eine Monatskarte, ich saß zitternd hinten drin und dann, wenn irgendwie Endstation war, bin ich ausgestiegen, bin in den nächsten Bus rein und dachte, hoffentlich komme ich irgendwann wieder nach Hause. Und dann bin ich immer nach 4 Stunden aus und dann habe ich irgendwie da geheult und habe mich eine Dame angesprochen. Ich meine, ich war damals schon 14. Also es ist nicht so, dass ich ja irgendwie 5 oder 6 gewesen wäre. Und habe dann da geweint, hat eine Frau mich angesprochen, was ist denn los? Und sage ich, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Und dann ist sie mit mir zur Telefonzelle. Dann haben wir meine Mutter angerufen, die war schon total in Sorge, weil natürlich ich nicht zur Nachhilfe erschienen bin und so weiter. Und dann haben die mich im Auto abgeholt. Ich traue mich nicht. Ich habe als kleines Kind, als ich Ballett gemacht habe, habe ich mir in die Hose Pipi gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, mich zu melden und zu sagen, darf ich auf die Toilette gehen? Okay. Das ist Isabel. Und das ist Isabel, dieses kleine Mädchen, ist immer noch in mir drin. Ja. Und dass ich auf die Bühne gehe, dass ich sage, eben auch bei Verhandlungen, bei Preisen sage, ich bin die Geilste, ich koste so und so viel. Es kostet mich so viel Überwindung, sowas zu sagen, weil ich das überhaupt nicht bin. Mhm. Und naja gut, aber dann trainierst du ja deinen Mutmuskel sozusagen. Aber permanent. Täglich. Permanent. Genau. Und das ist nämlich auch das Geheimnis, ne? Wenn du so fragst, wie geht das Menschen mutiger machen, letztendlich zu verstehen, dass das ein Training ist. Ja. Jeder hat andere Ängste, jeder hat, und das ist ja spannend, ne, was du jetzt gerade berichtet hast, jeder hat das in einem anderen Lebensbereich und auch so zu denken, wieso, da bist du doch immer total selbstsicher, warum machst du denn das nicht oder so. Ne? Also auch das zu verstehen, wir Menschen sind genauso. Wir haben irgendwelche Kompetenzen, ja, wo wir total stark und selbstbewusst wirken und dann gibt es eben andere Anteile, die sagen, ich traue mich noch nicht mal zu fragen, ob ich mal auf Toilette darf. So. Und das erstmal auch anzunehmen, ne? Das hat eben auch was mit Annehmen, Akzeptanz und dann zu sagen, okay, ein kleines Training. Also immer wieder zu sagen, wie kann ich mich gut vorbereiten, wie kann ich, und dann gibt es eben, also ich mache auch so ein kleines, zu dem Buch wird es auch so ein kleines Kartenspiel geben, wo du einfach Karten ziehen kannst, sagen kannst, okay, heute mal drei Leute anlächeln, die ich nicht kenne. Heute mal jemandem Fremdes ein Kompliment machen. Heute mal jemanden um Hilfe bitten, ja. Also all die Dinge, wo wir im Alltag merken, an der Stelle bin ich cool, ja, oder an der Stelle denke ich so, das traue ich mich jetzt aber nicht, ja. Also ich war früher immer Großmaul in Sachen Job, aber aufgrund meiner Figur irgendwie einfach mich an die Currywurstbude stellen und Currywurst essen, never. Habe ich nur in Begleitung gemacht. Ja, weil ich das peinlich fand. Weil ich dachte, was denken jetzt die Leute und so. Und ich glaube, das erstmal zu verstehen, weil viele da noch so ein Ding haben von, entweder gibt es eben Schüchterne oder es gibt eben die lauten Menschen. Und es gibt diese Zwischentöne nicht und die gibt es bei jedem. Die gibt es bei jedem. Also insofern, ich bin ja auch jemand, ich lächle zum Beispiel viele Menschen an, ich mache Leuten Komplimente in der Bahn oder sowas. Also so eine Sache mache ich schon. Das mache ich auch gerne. Und ich mache es eben mittlerweile eben auch, weil ich eben weiß, es funktioniert und, eben, und weil ich eben achtsam mich so umschaue und eben nicht nur in mein Handy starre zum Beispiel. Ja, und es gibt eben so die Momente, also zum Beispiel, wenn du mich auf einer Netzwerkveranstaltung triffst, bin ich ja professionell. Also da werde ich mal mit dem sprechen, aber ich bin hinterher mich auch alle. Weil ich die ganze Zeit, das vom Gefühl her, bin ich Lichtjahre aus meiner Komfortzone.
Mittlerweile habe ich sie natürlich von Mut zu Mut natürlich größer gemacht, breiter gemacht, sicherer gemacht. Aber so die ersten Male, ich habe ja mit 14 wurde mein Gesangstalent entdeckt und ich habe erst mit 24 angefangen, einen Gesang zu studieren. Mit 19 bin ich erst zu einer Gesangslehrerin gegangen, weil ich gedacht habe, nee, ich traue mich nicht vor anderen zu singen. Deswegen habe ich in der Kirche eben gesungen, dann ganz oben, weißt du, so auf der Empore. Und ganz gemein war das dann mal, als ich mit, oh Gott, wie alt war ich da? Ich war, glaube ich, war 25. Da hatte ich dann schon ein paar Mal eben öffentlich dann so ein bisschen gesungen. Und dann sollte ich auf einer Beerdigung singen. Ich dachte, na ja, oben Empore. Nee, unten. Oh Gott. Neben dem Sarg. Und dann guckst du, singst du das einfach mal hier und guckst in diese ganzen Leute, die ja Rotz und Wasser heulen. Oh Gott. Hey, wo bin ich? Also ich habe praktisch immer wieder es trainiert. Deswegen empfinde ich mich als sehr mutig, total, weil ich eben die ganze Zeit für Sachen, wo andere Leute sagen, es ist für uns selbstverständlich, das ist es für mich nicht. In eine Bäckerei zu gehen und da einen Witz zu machen und mit den Kassieren zu spaßen, was ich tue, weil ich weiß, dass ich es kann und den Leuten ein gutes Gefühl geben kann und es mir dann auch wieder besser geht. Das ist ja so ein Kreislauf. Das ist aber das erste Mal, da gebe ich mir echt innerlich so einen Schubs. Aber das ist genau mutig, also deswegen, dass du machst es im Grunde genau richtig, weil das ist so. Also immer wieder zu sagen, und auch viele haben ja auch die Idee, die Angst ist irgendwann weg. Nee, ich glaube, dass die Kompetenz wächst, zu sagen, ich gehe trotzdem. Genau. Manchmal bleibt die Angst, je nachdem, welcher Typ wir sind. Wir können auch jahrelang dann rumdoktern. Ne? Das ist so wie, ich warte mit der Steuererklärung, bis die Motivation kommt. Ja, dann würde ich die 10 Jahre lang nicht machen. Und so ist es beim, ich warte, bis der Mut kommt. Der kommt nicht, wenn du nicht losgehst. Ja? Und wirklich zu verstehen, die Kompetenz, die frei macht, ist zu sagen, ich habe die Hosen voll und ich gehe trotzdem. Nicht, ich bin angstfrei. Genau. Und das kann eben jeder. Wir können eben die Ängste manchmal nicht bearbeiten, weil da was Schlimmes hinterhängt oder weil das so viele sind oder so. Aber du kannst eben diese Kompetenz, ich merke das manchmal, das habe ich so oft, dass dann irgendjemand gesagt hat, ja, würde da jemand was vorne sagen oder so, weil ich auch immer Redeangst hatte, also immer Präsentationsangst oder so, dass ich in den Zeiten, wo ich trainiert habe, da ist mein Arm hochgegangen, bevor mein Kopf gesagt hat, ja, könnte ich machen. Weil ich so trainiert war, immer zu sagen, komm, nimm jede Chance wahr. Wenn irgendjemand dir im Mikro geht, dann gehst du nach vorne. Scheißegal, zu welchem Thema oder ob du fast umfällst oder so. Und das ist für mich Mutmuskeltraining. Immer wieder zu sagen, ich habe die Hosen voll und ich merke schon trotzdem, wie mein Körper sozusagen aufsteht und nach vorne geht. Und das ist, glaube ich, und das macht frei am Ende des Tages. Ja. Weil dann brauchst du nicht furchtlos sein, du kannst ja trotzdem gehen. Ja. Ich finde es ganz lustig, wenn ich dann manchmal eben auch so, also gerade so Männern gegenüber dann so von den und den Ängsten oder sowas erzähle oder von den und den Baustellen. Ich glaube, im ersten Schritt denken die dann häufig auch, ach Gott, das arme Hascherl, ich bin ja viel stärker. Wo ich dann so denke, nee, sorry, ich bin schon zigtausendmal weiter. Denn erstens, ich kenne meine Ängste und ich kenne meine Baustellen. Zweitens, ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Ich gehe trotzdem, auch wenn es mich Überwindung kostet und ich vielleicht fluche und alles mögliche, aber ich mache es. Und ich gehe immer wieder aus meiner Komfortzone raus. Und das ist zigtausendmal weiter als jemand, der im Moment seine Baustellen nicht sieht, aber wie jeder andere Mensch sie eben auch hat. Ja. Oder eben einfach, also manche Leute sind ja einfach ein bisschen furchtloser, die haben nicht so viele Ängste. Auch das natürlich, ja. Und das gibt's auch. Und dann sage ich so, ja, das ist ja total toll für die. Aber natürlich ist es so, dass wenn die dann irgendwann konfrontiert werden mit einer Situation, mit der sie nicht klarkommen, haben die halt die Kompetenz nicht zu sagen, ah, Moment, ah, ich sehe Angst und jetzt, ne, wie mache ich es? Sondern für die ist das dann oft echt nochmal eine schwierige Nummer, wenn man dann auf einmal irgendwie sowas bekommt, weil Stresslevel hoch war, dann hast du irgendwie einen scheiß Flug gehabt, auf einmal kriegst du eine Flugangst oder, dass die dann auf einmal wirklich so, also ne, dann so gelähmt sind, weil die zum ersten Mal merken, ach so fühlt sich Angst an und jetzt bin ich wirklich handlungsunfähig. Ne? Und wenn man so als Angsthase auch ein bisschen aufgewachsen ist, dann ist man das halt auch gewohnt. Und ich finde, dann kann man auch ein anderes Umgehen damit finden. Ich finde, es macht uns auch zu besseren, also bessere weiß ich nicht, aber ich verstehe eben, wenn jemand mir sagt, ich habe Lampenfieber, ich verstehe die besser als sie ahnen. So. Ja. Oder ich erzähle es natürlich dann ja auch, ich bin da ja recht offen mit diesen Dingen, einfach um die Leute eben auch diese Angst zu nehmen und nicht so, dass sie denken, naja, die Gassier ist perfekt, die ist da auf der Bühne. Nee, ich habe da gerade Angst. Also, und ich bin da gerade mutig. Also, ich gehe gerade drüber hinweg. Ich hatte früher mal einen Gesangslehrer, der war ein Brett, der war toll. Und der war Naturtalent. Und dann sagte er zu mir zum Beispiel, ja, du musst irgendwie besser atmen, irgendwie tiefer. Also, mach mal irgendwie die Atmung tiefer. Der musste das nie lernen. Der war einfach großartig. Da habe ich lieber jemanden,
der das Atmen lernen musste, weil er eben kein Naturtalent war, weil er es nämlich mir beibringen kann, weil ich nämlich auch kein Naturtalent bin. Und so ist es eben bei mir eben auch. Ich habe mir das alles erarbeitet. Als kleiner Schisser in der Ecke habe ich mir das jeden einzelnen Schritt erarbeitet. Es ist alles außerhalb meiner, fast alles außerhalb meiner Komfortzone. Innerhalb meiner Komfortzone ist, ich sitze mit meinem Hund allein in meiner Bude und gehe vielleicht mal kurz in den Garten. Das ist meine Komfortzone. Mhm. Und mit den besten Freunden, meine Komfortzone. Alles andere außerhalb meiner Komfortzone. Und insofern kann ich eben andere verstehen. Ich habe schon so viel auch selbst dann eben diese ganzen Täler. Und ich finde, wenn man eben selber diese Täler auch durchlebt hat, dann kann man eben auch die anderen verstehen, abholen und kommt nicht mit tschakka, 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 du musst nur genug wollen. Ey, bitteschön. Ja. Ja, erstmal da unten verstehen, das Drama auch anerkennen und dann die Leute an die Hand nehmen und denen dabei helfen, dass sie sich da selber mutig eben rausziehen. Ja. Insofern, ja, jeder Tiefschlag macht mich noch besser. Es fühlt sich nicht gut an, aber es macht mich eben noch sensibler, noch besser im Umgang mit anderen Menschen. Total. Ich glaube, dass das auch die große, also dass das dann die große, wie soll ich sagen, also dass man damit dann groß wird als Trainer, als Speaker oder so, wenn man genau diese Sachen erlebt hat. Ne? Und das vielleicht auch noch so dieses, das glauben Leute auch, dass sich Mut gut anfühlt, während man ihn ausführt. Also sozusagen, ich halte jetzt den Vortrag, ich bin mutig. Nee, fühlt sich scheiße an. Ja. Das kann man sich mal direkt den Zahn durch dich sofort ziehen. Danach feiern. Danach fühlt sich gut an. Währenddessen, nein. So. Und auch danach häufig nicht, weil wir den ja wissen, dass wir es noch nicht perfekt gemacht haben. Und dann müssen wir uns aber feiern. Da gebe ich dir komplett recht. Da muss man den sagen, Fehlerkultur, liebevoller Blick. Der innere Kritiker, der kommt irgendwie für den Abend in den Keller, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der kommt weg, sondern es geht wirklich darum, sich zu feiern, dass man es getan hat. Und eben auch dieses, ja, währenddessen wird sich das nicht so super anfühlen. Das ist halt auch ein großes, weil sonst verstehen die Leute das Training nicht und sagen, nee, hat sich schlecht angefühlt, mache ich nicht mehr. Ja. War nicht super. Nee, das war gut, wenn es sich noch nicht gut angefühlt hat. Ja, genau. Das ist so wie ich habe trainiert, ja, da muss halt auch Muskelkater geben. So. Also muss es nicht, aber... Ne, muss weiß, es nicht, aber es gibt es ja schon mal. Es gibt ja ein Körperfeedback dazu. Definitiv, definitiv. Ja. Ach ja, ich schaffe es mal wieder, ganz toll die eine Stunde einzuhalten und unter der einen Stunde zu bleiben. Das ist wirklich super. Ich habe da ein tolles Zeitgefühl. Und vor allem, ich bin ja noch nicht fertig, denn am Ende stelle ich meinen Interviewpartnern gerne, also ich sage einfach nur so drei Begriffe. Mhm. Und bei jedem Begriff möchte ich von dir entweder ein Wort, eine Assoziation oder einfach eine Geschichte, irgendwas, was dir dazu einfällt. Okay? Okay. Gut. Männer. Da fällt mir ein, also ich mag Männer gerne und ich finde, dass sie eine tolle Qualität haben, wenn sie in ihrer männlichen Energie sind. Was meinst du damit? Da meine ich damit, dass sie in ihrer männlichen Energie sind und dass viele sind ja entweder in so einem Überwollen, also in so einem, ich kann mich in der Bahn nicht auf den Platz setzen, ich brauche viel Platz zwischen den Beinen, ja, so, sind ja in diesem Überdings. Oder sie sind eben sehr in dem, dass sie sich so unterordnen. Ne? Also männliche Energie ist für mich so eine gute Ausgewogenheit. Ich kann das auch eher was ich spüre. Aber ich finde Männer super. Erstmal. Schön, dass es die gibt, denke ich. So. Schönheitsideal. Ach, die Schande. Ja, Schönheitsideal hat mich viele Jahre herausgefordert, weil ich da nie reingepasst habe. Weder mit meinen Locken noch mit meinem Hintern. Und deswegen ist Schönheitsideal für mich echt ein Wort, was viel mit negativen Emotionen, mit viel Schmerz, mit viel Trauer verbunden ist oder Traurigkeit verbunden ist, weil ich mich da mein Leben lang abgekämpft habe. So, das kommt mir da eher, das ist, da sage ich nicht schön, dass es das gibt. Das würde ich gerne ein bisschen verändern, also auch mit meinem Buch oder mit diesem mutiger Sein, wirklich zu sagen, ich stehe zu dem, wer ich bin und wenn das halt ein bisschen anders ist als das, was ich in der Zeitung sehe oder das, was ich in den Medien sehe, dann finde ich darin trotzdem auch meine eigene Schönheit. Das wäre so. Buddha. Buddha. Der darf einen dicken Bauch haben und sich damit zeigen und sich damit wohlfühlen. Deswegen denke ich bei Buddha direkt so, ach, schön. Und wird da so über den Bauch streicheln. Ich glaube, das habe ich mit Buddha. Dass ich immer denke, der sieht so zufrieden aus und so in seinem gemütlichen. In seinem Saft wollte ich gerade sagen, aber irgendwie klingt es komisch. Und ich habe auch einen Buddha hier hängen, den zeige ich dir gleich nochmal, den erkennt man sofort. Ja, zeige ich dir gleich. Ja. Ah, okay. Ja. Und ganz zum Schluss möchte ich ganz gerne, dass du mir von einem ganz peinlichen Erlebnis erzählst. Natürlich eins, was du auch gerne teilen möchtest. Ja. Und was so deine Lerneinheit daraus war.
Peinliches Erlebnis mit Lerneinheit. Also, weißt du, und wenn keine da ist, aber einfach mal hat's überlebt. Okay. Ne? Also, es fällt mir jetzt gerade ein, also ich habe mal einen Ausflug in Vertrieb gemacht. Ich war 21 Jahre lang Einkäuferin. Ich hatte sowieso, ich war nach Kalifornien ausgewandert und zurückgekommen, weil das, dieser Traum mich nicht zurückgeliebt hat. Und dann habe ich gedacht, weißt du, jetzt ist sowieso alles zerschossen, jetzt gehst du in Vertrieb. Jetzt verdienst du richtig viel Geld. Dann habe ich mich beworben, damals bei E+, bin auch genommen worden. Bin zu spät zum Vorstellungsgespräch, die haben mich trotzdem irgendwie belabert. Ich habe gesagt, ich bin echt so ganz hart. Ich bin mega hart. Ich bin wirklich, also wenn jemand hart im Leben ist, dann ich. Stimmte natürlich überhaupt nicht. Habe ich mir aber damals selber geglaubt. Habe ich gedacht, du wirst das rocken. 4 Wochen Feldtraining, damals mit dem Team von Martin Limbeck, durch alle Gewerbegebiete, Kaltakquise hoch und runter. Ja, echt? Mit Martin Limbeck? Er nicht persönlich, aber einer aus seinem Team hat es. Ne? Und das war ja auch so ein harte Männertraining. So. Ich kam mir immer vor wie Zeuge Jehova in diesem Gewerbegebiet. Ding dong! Und dann mit den Sprüchen. Ich habe das nicht mehr alles drauf, aber wie man das so machte. 4 Wochen trainiert, also die Firma hatte in mich investiert. Dann war ich eine Woche im Vertrieb unterwegs, ich als Kölnerin Siegerland. Ne? Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, du hast dich völlig vertan, Tanja. Und ich war so unglücklich. Und mir hatte auch noch eine Freundin, die war bei E+, hatte mich empfohlen. Das war auch noch so, dass ich dachte, oh Gott, ey, die wird mir so in den Arsch treten. Und dann hatte ich einen Termin, dann sagte mein Chef, wie viele Termine haben Sie morgen? Ja, ich habe 6. Ja, oder 4 oder 6. Ja, super, dann komme ich morgen mit. Und dann musste ich die alle durchtelefonieren und die verschieben, so wie es ihm passte. Dann sagt von den 6 4 ab. Dann hatte ich nur noch 2 Termine. Dann dachte der wahrscheinlich schon, ich habe irgendwie was erzählt, was nicht stimmt. Und dann war ich mit dem den ganzen Tag unterwegs. Und dann hat er mit mir Kaltakquise im Auto gemacht. Also ich habe angerufen, es war auf laut. Und während ich dann gesprochen hatte, hat er mir immer irgendwelche Zeichen gegeben. Und ich habe immer so, ja, wir kommen gleich vorbei. Nein, morgen. Um 15 Uhr, was? So, also das war furchtbar. Und dann habe ich immer nach jedem Gespräch ein Feedback bekommen. Und nachdem dieser furchtbare Tag irgendwie zu Ende war, es war wirklich schlimm, ich hätte zwischendurch am liebsten, ich war, glaube ich, auch mal einmal auf Toilette heulen, ja, dann hatte der seine Klimaanlage während des Telefonierens angelassen und seine Batterie war leer. Und dann mussten wir sein Auto überbrücken. Dann haben wir das Kabel organisiert. Und dann sollte ich an ihn ranfahren. Dann habe ich das alles nicht verstanden. Dann habe ich mir noch einen halben Auspuff abgefahren. Dann bin ich an das Auto ran. Dann saß ich irgendwie auf der einen Seite. Dann konnte ich da nicht mehr aussteigen. Und dann sagt er zu mir irgendwie, ja, wir können uns da draußen ein bisschen unterhalten. Dann hatte ich damals einen engen Rock an. Dann habe ich versucht, mit diesem engen Rock auf den anderen Sitz zu kommen, um rauszukommen. Habe mir den Rock aufgerissen, habe mit meinem Schuh also diese Freisprechanlage abgetreten und wo ich da so sitze, sagt er, was machen Sie? Da bleiben Sie doch einfach sitzen, dann komme ich halt rein. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich zurückkam, dann bin ich irgendwie zurück. Und dann hat er sich hingesetzt und dann haben wir gesprochen über den Tag und dann hat er gesagt, ja, Sie haben ja jetzt noch eine gute Stunde, bis jetzt irgendwie die Geschäfte zumachen. Sie können jetzt noch ein bisschen akquirieren gehen, ich fahre nach Hause. Ich glaube, ich habe einen totalen Heulanfall bekommen und am nächsten Tag habe ich gekündigt. Weil mir klar war, das gibt keinen, ja, das ist alles für mich hier nichts, das ist überhaupt nichts, ich könnte den ganzen Tag nur heulen. Und das war mir natürlich auch total peinlich, wie ich da halt mit diesem Rock und wo ich so dachte, ey, was denkt der von mir, was ich für ein Superhonk bin? Ich hatte auch das Gefühl, vielleicht habe ich auch gekündigt, damit ich den einfach nie wieder sehen muss. Also das weiß ich, Superhonk, also mir fällt was anderes ein, wenn du so breitbeinig im Minirock mit einem zerrissenen Rock und man wahrscheinlich drunter gucken kann. Ich weiß nicht, solche Gedanken habe ich. Ich habe nur diese Fernsprecheinrichtung abgedacht. Also ich war einfach, das war einfach für mich so, dass ich so dachte, also schlimmer kann es wirklich nicht werden. Aber ist herrlich. Und vor allen Dingen auch dieses, dass ich nicht einfach gesagt habe, hören Sie mal, ich komme hier nicht raus, weißt du, ne, wie du eben sagst mit der Busfahrt. Anstatt zu sagen, Entschuldigung, ich komme jetzt hier nicht raus, wollen Sie reinkommen? Heutzutage würde ich einfach fragen, was wollen Sie genau von mir? Ich habe es nicht verstanden. Damals war ich so beschäftigt, ich will das jetzt alles richtig machen. Der soll nicht denken und vor lauter, der soll nicht denken, ich schaffe das hier alles. Habe ich mich halt so bescheuert verhalten, dass ich so dachte, und also mein Lernding daraus war wirklich zu sagen, hör auf, den Leuten gefallen zu wollen oder das irgendwie von Lippen ablesen oder dieses, ich mache das toll, sag doch einfach, ich weiß gerade nicht, was sie von mir wollen. Das zweite war, ich bin wirklich echt ein zartes Pflänzchen, habe ich da nochmal gemerkt. Und das dritte war, wenn du unglücklich bist, ja, dann nimm das ernst. Also da war ich im Nachgang echt stolz, dass ich so schnell gekündigt habe, auch obwohl das mit der Freundin war und die haben mich da 4 Wochen trainiert, einfach zu sagen, ich habe mich vertan. Ich habe mich wirklich vertan, es tut mir leid, aber das wird hier nichts. Und da war ich dann letztendlich sehr stolz, dass ich den Schritt gegangen bin und nicht wie alle anderen, warte doch erstmal ein Jahr, das wird besser und so. Und ich so dachte, nee, ich will jetzt nicht ein Jahr da immer im Auto. Das ist auch so kalt im Januar im Vertrieb. Ne? Sitzt immer in deinem Auto mit dem Telefonbuch auf dem Schoß und telefonierst die gelben Seiten ab. Da habe ich gedacht, nee. Also, das
Hut ab für diejenigen, die den Job machen. Total. Ich bewundere das total. Ich habe da wirklich auch nochmal eine andere, also Außendienstmitarbeiter, die auch so viel reisen. Die sind ja echt viel einsam. Ne? Also wirklich, ich finde das Wahnsinn. Und es gibt viele, die machen das gerne, Hut ab. Aber ich habe gemerkt, nee, das ist nicht meins. Ja. Vielen, vielen lieben Dank für deine Offenheit und für dieses unglaublich tolle Gespräch nach diesem grauenvollen Einstieg, nachdem ich hier ja nicht gebührend empfangen wurde. Aber gut, wir haben das wieder einfallen lassen. Ich weiß ja, ich kenne ja eine gute Veranstaltung, auf der du nächstes Mal bist. Vielleicht kann ich das ja mit dem roten Teppich da organisieren. Oh. Bist du bei Feminist mit dabei? Oder? Ich bin diesmal nicht auf der Bühne mit dabei. Ich habe mir einfach eine Karte gekauft, weil ich dachte, ach komm, vielleicht schaffst du es ja. Also ich werde mal gucken, vielleicht kann ich ja da irgendwas organisieren. Du weißt ja jetzt, dass ich schüchtern bin. Mir wäre das mega peinlich. Ach so. Ja gut, dann bringe ich heimlich Pralinen mit oder so. Oder eine Kanne heißes Wasser oder so. Gefiltertes noch. Wir kriegen das alles hin. Na schön, also wir beiden haben jetzt unseren Mut bewiesen und wir haben uns hier geöffnet im Podcast und ich hoffe, dass Sie, lieber Zuhörer, dass Sie jetzt auch einfach mal ein bisschen mutiger in den Tag starten und sich liebevoll selbst anschauen, Fehlerkultur pflegen und sich selber feiern, wenn Sie dann irgendwas gemacht haben. Und wirklich daran denken, ja, während wir das machen, fühlt es sich nicht großartig an, aber das kommt dann. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch, Tanja. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich gefunden hast. Ja, finde ich auch total schön. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Alles Gute für Sie. Gut reden kann jeder. Gut reden kann jeder.